Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein World of Strikes Event, nicht im Euro Truck Simulator. Also ich werde jetzt nicht das Halloween Event fahren hier im Euro Truck Simulator, denn da haben wir sowieso alle Hände voll zu tun. Prinzipiell wahrscheinlich mindestens 16 Fahrten, eventuell mehr. Je nachdem, wie so die Fahrten, die ich dann vorgeschlagen bekomme von den externen Aufträgen, so sind. Denn klar, das Westbalkan DLC ist jetzt draußen. Das heißt, das ist ja quasi das primäre Event. Allerdings gibt es jetzt durch SCR Software jetzt noch das Road to the Black Sea DLC, was quasi mit im Grunde genommen in das Cruising the Balkans DLC Event integriert ist, mehr oder weniger. Nennen wir es mal so. Das heißt, man kann entweder 15 Aufträge fahren nach im Westbalkan DLC oder im Road to the Black Sea DLC und bekommt dann den Eventfortschritt. Oder halt beides. Und ja, ich mache beides. Das heißt, wenn quasi so gesehen die 30 Aufträge durch sind, deswegen, ne, je nachdem, also der erste Auftrag wird ja quasi, wir sind gerade in Rom, der erste Auftrag wird sein, dass wir dann, ne, beispielsweise jetzt zum Road to the Black Sea DLC in das DLC quasi fahren, dann haben wir halt eins dort und danach kann es ja prinzipiell passieren, dass wir immer vom einen DLC ins nächste fahren, dementsprechend mindestens 16 Fahrten, vielleicht sogar mehr. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich bin hier in Rom, ich habe den Renault etwas aufgemotzt. Ich hatte auch 151.000 etwa und habe dann ein Paintjob genommen, der leider der falsche war. Ich habe von der Slowakei einen Paintjob genommen. Allerdings wollte ich etwas Passendes nehmen für das Westbalkan DLC. Und habe jetzt das hier nochmal genommen. Das heißt, ich habe insgesamt fürs Tuning und für zwei Paintjobs so gesehen, 130.000 ausgegeben. Wir haben nur noch 17.000. Wir zahlen 7.222 pro Tag. Ein Fahrer ist auch hier drin, wir gucken einfach mal bei den externen Aufträgen. Wie gesagt, von Rom geht's dann super. Es ist ja toll, gerade eben war noch ein Auftrag nach Nordmazedonien. Super. Hier Nordmazedonien haben wir sogar hier. Dann sind wir sogar im Westbalkan, willst du den Road to the Black Sea, ist ja Bulgarien, Rumänien und die Türkei. Und in unserem Fall ist es Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Montenegro, der Kosovo, Nordmazedonien und Serbien. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal diese Fahrt ab. In der Fährüberfahrt, das wird halt auch. Na gut, wir bekommen 30.000. Ich würde sagen, wir fahren einfach Postpakete von ACI in Rom zu FLE in Skopje in Nordmazedonien. Und schauen uns dann Nordmazedonien an. Ist auch eine relativ kurze Fahrt, mehr oder weniger. 906 Kilometer. Weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz genau, wie lang das dann sein wird. Aber werden wir dann sehen. Wir nehmen mal den Auftrag an. 30.000 abzüglich von Fähre. Weiß ich nicht, wie die Fähre ist, ne? Klar, aber ich vermute jetzt einfach mal, Fährüberfahrt wird so, sagen wir mal, 2.000 kosten. Also sind wir noch bei 28.000. Also ich, ne? Wir haben zwar einen Fahrer, auch einen Renault Truck unterwegs. Oh, der MAN sieht aber auch schon nice aus, ne? Boah, bin ich ja schon, ne? Los. Am überlegen, ob wir uns hier nicht dann noch zulegen als nächstes. So, ich verstelle das Bremse an. Ich muss auch noch tanken, das ist natürlich auch noch ein Problem.
Und ich habe das Gefühl, ich sollte im Nachhinein dann auf alle Fälle den Sound hier ein bisschen anpassen. Ich Wieder dachte, ich macht hätte Jens ab. bei. Ich dachte, ich hätte bei RTS Links, rechts auch. abbiegen. Junge, da, ich verstehe mein Wieder eigenes Wort gerade rechts kaum. ab. Ich dachte eigentlich, dass ich in RTS es auch so auf 60% hatte, aber scheinbar auch weniger. Oder hier in ETS 2 ist es einfach lauter. So, erstmal auch so rum raus. Alles gut ist, wir können glaube ich sehen, wie weit der Tank noch reicht, ne? Oh, das habe ich gar nicht eingestellt. So, jetzt aber. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Irgendwie macht das keinen Sinn. Schreibe gleich mal ein Und bisschen diese durch die Ausfahrt. Infos durch. Ah, das macht doch schon wieder mehr Sinn. Oder? 1037 Kilometer hier weit fahren? Mit. Oh. Wir können ein bisschen schneller, hoppla. Aber ja, das scheint mir so. Gut, wir haben noch nichts hinten drauf. Klar können wir dann ein bisschen Bitte länger links ziehen. halten. Ja, bitte links halten. Ich hätte auch rechts halten können. Fällt mir gerade auf. Und ich kann auch schneller fahren. Schalten wir noch ein bisschen durch. Gut, das ist das. Bin mal gespannt, wie viele Kilometer wir dann im Endeffekt drunter bekommen. Wir starten einfach mit ungefähr 8440, sagen wir mal. War das 8437? Ne, war es glaube ich nicht. Ich brauche eigentlich gar nicht gucken, ob ich tanken muss oder nicht. Wir fahren sogar noch ein Stückchen raus aus Rom. Ich glaube, wir waren, oder waren wir immer, ich glaube, vielleicht waren wir auch im Industriegebiet von Rom, kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich. Wobei, ich gucke nochmal kurz auf die Karte, gucken einfach mal, wir sind jetzt bei 11,47%. Mal schauen, wie weit ich es gerade aufgedeckt habe, wenn ich fertig bin. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Gar kein Problem. Nimm die Ausfahrt Anders wird es auch rechts. gar nicht gehen. Bisschen zu schnell runtergebremst. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Machen wir doch. Nimm diese Muss mich auch wieder Ausfahrt. dran gewöhnen, so ein bisschen. Okay, das ist gut zu wissen. Bei 30 Kilometer pro Stunde kann man die Ausfahrt Biege nach nehmen, also den rechts. Kreisverkehr nehmen. Das heißt auch wieder ein bisschen her, dass ich in ATS unterwegs war. Von daher ist es, glaube ich, die Umgewöhnung auf ETS 2 nicht ganz so schlimm. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Das Ding ist auch wieder, keine Ahnung, wie lange das wieder ist her. Also ich glaube, wir sind jetzt auch mittlerweile wieder. Lass Nimm mich diese lügen. Ausfahrt. Vielleicht ist es her, 5 Tage oder so, wo ich das letzte Mal in ATS unterwegs war. Einfach keine andere Zeit mehr gehabt. Demnächst rechts abbiegen. Ich habe heute wieder auf alle Fälle noch ungefähr so 4 Stunden jetzt aufnehmen und zocken, damit ich ein bisschen vorankomme. Wieder Ich weiß rechts noch nicht ab. ganz genau, ob ich jetzt nur hier in Das war eine schöne Fahrt. ETS 2 unterwegs bin, weil prinzipiell ist es in ETS 2 nicht ganz so schlimm. Also der Zeitdruck ist dann nicht ganz so stark wie jetzt mit dem Halloween-Event. Wir können einfach mal schauen. Wir würden jetzt noch Bobtail quasi die ungefähr 1000 Kilometer schaffen. Ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen haben wir jetzt da hinten drauf? Habe ich gar nicht darauf geachtet.
Was? Ich hoffe, ich befürchte ja nicht. Das ist ja super. Fertig zum Losfahren. So, einfach mit Schmackes, okay. Wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen auf dem Dings bekommen. Nö, gar nicht mal. So, dann wollen wir mal. Schauen wir mal kurz nochmal, ob wir finden, was drauf ist. 80, normal, okay. Okay, wir haben eine Lenkachse hinten am Trailer, am Auflieger. Schon mal gut zu wissen. So, dann wollen wir mal zur Fähre. In Bari, okay. Von Bari geht's dann. Ich spreche es am besten gar nicht aus. Vielleicht Duresh oder so. Wäre jetzt mal geraten. Vielleicht könnt ihr mich gerne in den Kommentaren verbessern. Dann weiß ich beim nächsten Mal besser. Und wieder ist mein Trinken nicht nah genug dran. Im Kreisverkehr Ich zweite Ausfahrt nehmen. erkenne ein Muster. Ja, also hier auch ein ETS war. Also hier, ja, Nimm diese jawohl, ja, Ausfahrt. klar. 149 ist ja schon in der Open Beta. War das, glaube ich. Oder war das die Close Beta? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Demnächst links abbiegen. Aber das mit den. Mit den Used Truck Dealers, also mit den. Biege nach links ab. Ja. Mit den Gebrauchtfahrzeughändler und so. Das ist ja schon echt nice. Also weitaus mehr in Depth, als wie es natürlich damals war. Ah, ich wollte da gucken, wie weit ich jetzt hiermit Im könnte. Kreisverkehr erste Ausfahrt 700? nehmen. Das sind halt, Nimm ist halt ein diese Ausfahrt. Wellenlängeunterschied im Gegensatz zu ATS. Da hätte ich bei weitem es nicht so weit geschafft. Mensch. Nochmal Kreisverkehr, alles klar. Da hätte ich halt echt nicht weit gekommen in der Tankladung. Vom Gefühl, vom Feeling her. Hiermit könnte ich sogar ja schon fast schaffen bis Im Skopje, Kreisverkehr aber. dritte Ausfahrt nehmen. Wir wollen es mal nicht riskieren. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Also, ne, mit der Restauration, dass man den, was, dass man den erst nutzen kann, wenn man ihn restauriert hat oder so, oder vollständig nutzen, irgendwie sowas, also, war das ja bei 100% oder irgendwie, irgendwas war da, ich hab das gar natürlich nicht mehr ganz im Kopf. Ist auch schon ein bisschen her, um genau zu sein, 5 Tage, wo ich es mir angeschaut habe. Also ja, ich glaube, im Tanken würden wir sogar prinzipiell schaffen. Wir können ja einfach mal in. Ich glaube, wir kommen ja direkt nach. War das, dass wir direkt nach Nordmazedonien reinkommen? Nee. Wir fahren auch durch Albanien, war das ja, glaube ich, durch. Mal schauen, da können wir ja gucken, ob wir in Albanien tanken können. Hätte ich jetzt doch mich rechts halten sollen. Mein Gott. Okay. Interessant, hier kein Warnsignal mit dem, wenn jemand neben mir ist.
rechts halten. Und dann ausfahrt. Könnte ich mir einfach mal schauen, wie teuer der Sprit ist. In Albanien. Nimm die Ausfahrt rechts. Wieder unter 40. Aber wie gesagt, das ist halt echt interessant. Ich denke mal, das werde ich mir dann auch anschauen, wenn da die 149 draußen ist. Vielleicht kann ich ja in der weiteren Überbrückungszeit, wenn die ganzen Events durch sind, wobei ich eigentlich das Gefühl habe, dass, wenn ich mit den Events durch bin, dass nur das nächste Event dann dran ist. Also, das sind jetzt ja prinzipiell gesehen, aber reden wir mal von den 16 Fahrten jetzt aus, von dem Minimum hier. Mit dem Halloween-Event zusammen addiert sind das dann 25 Fahrten. Okay, wir hoffen. Nein, ich wollte erst zur Fähre. Ich wollte ja schon fast tanken. Also, ja, was habe ich gesagt? 25 Fahrten. Prinzipiell 25 Tage. Allerdings, na, je nachdem, wie das mit dem Leerlauf ist, an den Tagen, wo ich halt nicht die Möglichkeit habe aufzunehmen, ist dann auf alle Fälle schon, Moment, wer ist gerade den dritten? Ja, haben wir den dritten oder den vierten? Wir haben den vierten, ne? Wir haben den vierten. Das Video kommt frühestens am 5. raus. Nimm die Ausfahrt rechts. Ach, okay, zum Glück nur 70. Okay, jetzt darauf achten, ob man hier durchfahren kann, ob man halten muss. Ich gehe auf alle Fälle schon mal runter. Auf 60, falls wahrscheinlich wieder runter geht auf 50. Ich glaube, man kann einfach durchfahren. Ja, 5. 25 Tage, also, ja. Ne? Ich glaube, es war das mit 30, wo man hier durch konnte. Oder 35, ich weiß es gerade nicht mehr. Ne. Eher 30. Super. Weiß ich fürs nächste Mal, wenn es nach durch Italien geht. Also wie gesagt, das wird dann wahrscheinlich schon alles, ne, draußen am Waschbecken. Ich denke mal, ich werde dann einfach, wenn dann die 149 draußen ist, dann einfach das Video dann dazwischen schieben, wo ich mir dann hier auf dem Profil einen LKW kaufe. Oder auf beiden Profilen, weiß ich nicht. Oder auf einem. Gucken wir mal. Und dann kann man ja das Event, das folgende Event dann mit dem LKW fahren. Zum Beispiel. Ich denke mal, ich werde dann einfach in dem Community-Tab dann Umfragen machen, welchen LKW ich mir dann gebraucht holen soll und restaurieren und so weiter. Also auf dem ATS-Profil wird es ja kein Problem sein. Da haben wir, da werde ich wahrscheinlich das Ganze mit ungefähr einem, das Event, das Halloween-Event mit über 1 Million abschließen. Sofern das bei den bei den 100.000 Aufträgen, ach, fuck off. Ich erinnere mich wieder an Italien und die Beschilderung auf den Autobahnen, dass die ja so grandios war. Gehe ich auch auf 85, glaube ich, ja. Ich kann ja immer noch, wenn es bergab geht, runtergehen und der Retarder eigentlich schnell genug abbremst. Also hier auf dem ETS2-Profil mit dem Renault T, wenn da hier die Tankanzeige rot leuchtet, da kannst du ja wirklich noch, ja,
fast 1000 Kilometer fahren, so, ne? Und bei ETS, bei ATS im Freightliner Cascadia, da musst du eigentlich schon die nächste dann rausfahren. Aber vom Gefühl her gibt es in der Europa halt auch mehr tanken. So jetzt, also näher aneinander. Da fährst du ja mal nicht irgendwie 1000 Meilen bis zur nächsten oder 1000 Kilometer, sondern 200 oder weniger. Schlafen muss ich auch nicht, das machen wir auf der Fähre. Ich habe schon wieder vergessen, wo es nochmal hinging. Also, klar, Skopje, aber war das Buresch? Buresch, irgendwie sowas. Wahrscheinlich Buresch. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es besser wisst, werdet ihr es ja bestimmt mir sagen. Hätte ich mir vielleicht vorher nochmal angucken sollen, so was, wie es ausgesprochen wird, alles gemein, aber vielleicht halt bei der nächsten Fahrt, je nachdem. Was ich hier nach weiter aufnehme, aber ich gehe mal davon aus, dass es American Truckee Simulator werden wird. Auch wenn ich es ja schon gerne hier ein bisschen entdecken möchte. Vor allem, weil wir ja sogar direkt in der ersten Fahrt in den Westbalkan fahren. Durch Albanien, durch nach Nordmazedonien. So, jetzt runter auf 60, auf 40 oder auf 70? Wahrscheinlich auf 40. So, Bari ist auch schon ausgeschildert. Es wird 40 sein, gehe ich mal stark von aus. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oder halt 60. Ja, 60. Hab nur ich das Gefühl, überlehnt der europäische Truck ist hier mehr rein. Vielleicht habe ich auch, wobei es kann auch an der Einstellung liegen, dass ich hier das ein bisschen die Settings anders habe. Denn ich kopiere sie nicht, ich mache es immer nur so Pi mal Daumen, wie ich es in Erinnerung habe. Dann kann ich vielleicht beim. Wenn ich jetzt gleich. Oh Gott. Wenn ich American Truck Simulator fahren würde, dann kann ich zumindest einstellen, dass der Game Sound derselbe ist und ich dann im Endeffekt nicht sowohl den Ingame-Sound anpassen muss, als auch meinen eigenen Sound. Glaube ich zumindest. Wobei, zumindest nicht so stark. Ich glaube, im letzten ATS-Video habe ich auch das anders. Habe ich beides auch anpassen müssen. Ja, ich bin ein bisschen zu weit links, ich weiß. Aber ich wäre auch nicht nach links geswirft, also. Das wäre gar kein Problem gewesen, für ihn zu überholen. Ich hatte da schon einen Blick. Okay, wir müssen weiter geradeaus fahren. Gut, klar, kann man auch keiner sehen, aber. Ich habe mich jetzt ein bisschen an die Ausschilderung orientiert. Aber ich befürchte, wenn wir gleich im Balkan sind, dann muss ich mich wieder umgewöhnen, weil dann irgendwie nicht zwei Pfeile, weil dann wahrscheinlich zwei Spuren, also quasi zwei Pfeile oben an den
eine Ausschilderung, dass sie dann heißen, wirklich zwei Ausfahrten und nicht wie hier in Italien. Zwei kann auch drei sein. Rechts halten nach Bari und ich denke mal runter auf 60. Nimm die Ausfahrt rechts. Na, sogar auf 70. Aber jetzt hier wahrscheinlich auf 60, ne? Ich gehe mal runter auf 55. Vielleicht sind wir ja schon bei 60. War nicht verkehrt. Ich muss auch sagen, dass mir der Paint Job hier eigentlich auch ganz gut fällt. Gut gefällt. Ich hatte ja vorher den Paint Job mit Lightning over the Tatra, glaube ich. Wie gesagt, vom Slovakia Paint Job DLC. Was auch schon nice war. Aber da ist es auch wirklich einfach nur, ohne nachzugucken, grob geschätzt geraten. Wie auch immer, was an Städten, ach, an Ländern drin ist, weil ich einfach das bisher nicht gefunden hatte. Aber jetzt habe ich mir, bevor ich jetzt hier angefangen habe aufzunehmen, habe ich mir vorher nochmal kurz angeschaut, nochmal näher nachgeforscht, was so dabei ist, und dann auch direkt dann bei Windows OneNote reingeballert. Damit ich es leicht habe, auch wenn ich mit Windows OneNote seit heute wieder angefangen habe. Ich hatte es offenbar schon mal Windows 2016, aber es war auch nur eine leere Seite mit Ideen. Damals, als der Kanal hier nicht Seidenspinner hieß, sondern noch Funky Junkies LP. Oder nur Funky Junkies. Muss aber auch echt kurz davor gewesen sein, ne? 2016? Ich glaube, es war April 2016 und ich glaube im Juni, Juli, irgendwann später im Jahr gab es ja, glaube ich, hier das eine Video da, dass ich den Kanal umbenannt habe, weil der Kanal von so einem Duo-Triple-Ding ja eigentlich nur noch ein Einser-Kanal war, ein Solo-Ding. Jetzt mache ich hier schon wieder Don't Text and Drive, weil ich gerade wissen will, wann das war. Ja, ist ja gut. So. Wahrscheinlich muss ich nur Funky eingeben, ne? Natürlich nicht. Super. Ja, ein integrierter Tankvorstand, ich weiß. Das machen wir. Ich glaube, ich guck lieber nach existieren. Das machen wir, wie gesagt, in Albanien. Existieren. Bei so einfachen Videos, da weiß man. Was? Keine passenden Videos? Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Das macht jetzt mal gar keinen Sinn. So, ich gucke jetzt einfach nochmal kurz. Gut, wir haben ja eh nicht mehr so weit. Und oh, dann haben wir. Oh, so ein Dings. Nein, wir kommen mal direkt an der Tanke vorbei. Ah, doch. Boah, vor 7 Jahren, krass. 1. Juni 2016, ja, das kommt dann ja hin. Ich glaube, das, was ich da gesehen hatte, die Windows OneNote Seite war, glaube ich, vom hm,
23.04. oder 21. April oder sowas um den Dreh. Also Ende April. Und 1. Juni gab es dann das Video, das der Kanal quasi ja, umbenannt wird, weil das ursprüngliche Konzept ja halt nicht mehr gegeben ist und weil das ja so ein. So ein Main-Ding war. Da habe ich mich dann hier umentschieden, den Kanal zu Namen zu ändern und so. Ah, krass. Als ich da zumindest ganz kurz Windows One entdeckt habe. Und genutzt habe, indem ich eine einzige Seite gemacht habe und wahrscheinlich war es das gewesen. Ja. Da sind wir jetzt auch gleich in Bari, aber krass, dass das schon 7 Jahre her ist. Würde mich jetzt gerade interessieren, was das erste Video war. Also wann, von wann. Ja, die Zeit, die vergeht ja echt schon mal wieder super schnell, ne? Kann man das nicht invertiert suchen? Ist ja bescheuert. Kann nach Neuestem suchen, aber also in der App jetzt, aber man kann es nicht umsortieren. Ja, ich habe aber keine Lust, ganz nach unten zu scrollen. I'm sorry. Sortieren nach Neuestem, ja. Dann weiß ich es auch nicht. Auf alle Fälle war es ja auch Eurodrive Simulator 2. Oh, Einkommen 6.000, cool. Die Elva, die hat schon fast für den Daily Kosten bezahlt. Ich glaube, ein Tausender zu kurz, aber super. Ich bin echt am Überlegen, was halt so am sinnigsten ist, so fürs weitere Aufnehmen, wenn ich so auf die Uhr schaue. Also, wir haben jetzt gerade. Bei mir 14.30 Uhr knapp. So bis 18 Uhr würde ich ungefähr machen. Dann würde ich eben einkaufen. Weil heute Samstag ist. Oh, rechts halten. Fahren ohne Licht. Super. Ist ja alles super hier wieder. Ich glaube, es waren sogar 25, geht aber gar nicht. Dann müssen es ja 30 gewesen sein. Hm. Oh, wir dürfen wieder 80. Okay, man erkennt es einfach gerade noch nicht so. Ich habe hier auch ein bisschen Strobo-Licht und so drin. Ich sollte wieder in den Schwack gehen, bevor ich in die Wand fahre. Ist eigentlich alles an? Okay. Ich wollte gerade fragen, ob es das nicht mehr gibt. So, wieder alles. Hallo? An. Danke. Erst haben wir halt einen Bari. Imperator. Das ist aber auch schön, so mit den ganzen Kirchtürmen. Ich bin echt gespannt, wie es gleich sein wird. Oh Gott.
merke, die Bremsen sind wieder auch sehr stark eingestellt. Oh, ich dachte, ich müsste hier schon abbiegen. Das ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Ja. Die Flasche war ganz auf. Ich musste jetzt wieder ganz zudrehen mit einer Hand. Und dann rechts ab. Biege nach rechts ab. Diese Ampeln wieder hier, ne? Ich kann überlegen, war ich im Promaz in letzter Zeit in Albanien, Nordmazedonien und die Gegend? Hier ist auch noch mal eine Tank, also tanken gibt es echt wie Sand am Meer vom Gefühl, ja. Immer geradeaus. Das ist auch schön hier mit dem. Ich frage mich ja, wie wenn man. Wie man hier durch ist mit der breiteren Beladung. Das wird ja auch witzig. Okay, da gibt es sogar einen Viewpoint, den ich jetzt mal. Nehmen wir den mit. Ach, nimm einer mal mit. Da können wir bestimmt nochmal vorbei. Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Aber natürlich doch. Dann werden wir keine Frachtladung, die wir abliefern. Und diese Ausfahrt. Uiuiui. Und dann müssen wir wahrscheinlich zahlen, ne? Nehme ich mal an. Oder zumindest die Papiere überprüfen oder so ein Kram. Sicherheitsprüfung, okay. Machen wir mal. Also finde ich auch schon, dass es hier ein bisschen länger dauert. Also fände ich bei den Wagen. Wobei eigentlich, ja gut, na, bei den Wagen vielleicht in Amerika. Das ist ja instant, dass es vielleicht so 5 bis 10 Sekunden dauert. Damit die Waage sich so ein bisschen auspendelt. Einmal hier entlang. Aber finde ich eigentlich ganz nice, dass es so ein bisschen enger ist. Hier ist noch eine Ausweichmöglichkeit. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, nee. Route neu berechnen. Neue Route finden. Interessant, dann müssen wir hier lang. Ich finde eine neue Route. Ja, ist sehr gut. Route neu berechnen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Und ab auf die Ecolines. Neue Route finden. Der Punkt ist hier rechts. Fährüberfahrten sind also noch so geblieben, wie sie waren. Dann wollen wir mal. Wahrscheinlich gibt es auch noch mal. Ja, hallo? Ich habe auf Entfernen gedrückt. Hat Entfernen was gemacht? Ich hoffe mal nicht. Gucken wir mal. Sieht nicht wieder aus. Super. So. Von Bari nach Dures. Ich sage einmal beides. Eins davon wird vielleicht richtig sein. 420 sogar nur. Da lag ich ja sehr weit daneben mit meinen vermuteten 2000. Das war ein bisschen pessimistisch. Road to the Adriatics. War das jetzt 31? Hat auch ganz schön lange gedauert, hier reinzuladen. Okay, es lädt immer noch ein. Never mind. Jetzt haben wir es, glaube ich. Wenn man die Feststellbremse löst, aber es ist noch nicht angenommen wird. Super.
noch mal ein paar Papiere überprüfen. Ah, hatten wir fix. Ja, ist schon sogar wieder ein Tag. Okay. Rechts abbiegen. Das ist aber auch jetzt hier eine enge Stelle. Biege nach rechts ab. Das wirkt zumindest eng. Oh. Sieht's da aus? Ja. Nicht viel Platz, aber Platz. Schon wieder eine Sicherheitsüberprüfung. Ist aber hier sehr, sehr strikt und streng. Kommt davon nichts. Da kommt nichts. Nochmal eine Überprüfung. Wow. Ups, aus vorhin die Feststellung sind gelöst, weil es gepiept hat. Als ich Gas gegeben habe. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Eieiei. Zweite Ausfahrt. Ich frage mich, ob hier auch nimm diese Ausfahrt. Zuverkehr ist. Oh Gott. Ich habe ein bisschen die parkenden Autos außer Acht gelassen, weil ich zu sehr von den Schienen abgelenkt war. Ups, links halten. Dann wollen wir mal zur nächsten Tanke fahren, ne? Aber erstmal hier schön. Oh, das ist aber auch echt eine große Stadt. Man merkt es, dass der andere Rechner besser wäre. Boah, ist aber auch echt geil gemacht. Schon allein hier. Ho. Ich fahre einfach mal 35 durch. Das ist echt geil. Schade, dass so sehr die Ressourcen frisst, aber es ist echt geil. Nimm diese Ausfahrt. Oh Gott. Halten wir uns mal rechts. Eine parkende Autos, damit wir sie mitnehmen können. Boah, so echt geil. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ich habe gar nicht mal auf das Billboard-Schild gucken können. Die zweite Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Ist auch alles super eng. Aber geil eng. Okay, das kann man jetzt. Ja, lass euch überreden. Okay, hat sich allein dafür schon gelohnt, nicht erst weiter schaden. Ja, ich kann keinen Platz machen. Hier sind Autos. Die Vorbeugung soll auch noch abbremsen. Aber es sind andere Autos. Wahrscheinlich wegen des Kreisverkehrs und weil es runter geht auf 60. Und wir wollen hier raus. Wie kommen wir denn hier raus? Okay, so kommen wir raus. Okay. Eine etwas kleinere Tanke. Wo jetzt habt ihr auch vorne sind und nicht hinten. 1,83 Euro. Ist das viel oder ist es wenig?
Werden wir vielleicht beim nächsten Tanken sehen. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, es ist weniger als $5 pro Gallone. Das war ja so Spitzenreiter. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Staat, aber. Ja, halt die Klappe, ich tanke. Boah, da passt eine Menge rein und es schmerzt. Und 2600 erstmal vollgetankt. Kommt nichts, wunderbar. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Auch nichts, rechts halten. Dass die KI immer so gerne schleicht, Diese ne? Ausfahrt. So, nehmen wir diese Ausfahrt. Wir haben noch 300, ja, okay, 400 Kilometer. Ich weiß gar nicht, ob wir Landstraße hauptsächlich fahren oder ob wir. Okay, Landstraße auf alle Fälle 60, 40. Auf hauptsächlich Landstraße jetzt fahren oder auch viel Autobahn, weiß ich gar nicht. Geil mit dem kleinen Hotel hier. Alles. Ich bin gerade mal erst in Albanien rein und das ist schon nice. So muss es sein, oder? Schön. Und hier haben wir nochmal eine größere Tanke. Stimmen die Preise an den Schildern? Wären ja 1,96. Also sogar ein bisschen teurer als bei der kleinen Tanke. Um genau zu sein, 13 Cent. Wenn dem denn so ist. Schön. Ja. Oh, 40 sogar. Ich dachte 50, aber okay. 40 in den Städten scheinbar. Zumindest in Albanien. Oder Städte, Dörfer, whatever. Aber innerorts würde ich jetzt einfach mal so schätzen, weil ich glaube, in Dresch war das auch so. Wir sind ja außerhalb. So, an allen Fabriken geht es ja auch scheinbar vorbei. Ich bin echt gespannt, was für Ladung wir haben. Oder was für Ladung es hier so gibt. Wieder Zug. Strecke unter uns. Wir fahren, werden wahrscheinlich nicht nur Postpakete fahren. Okay, 11 Tonnen. Habe ich nämlich vergessen, dass ich dann nachgucken wollte. Schön eng, oh 40. Super. Das schmerzt. Das tut im Portemonnaie weh. Am Kreisverkehr erste Weiß nicht, Ausfahrt ob wir es nehmen. überhaupt hinbekommen. Hier wieder so eine schöne Tanke. Bitte rechts halten. Ob ich es Diese hinbekomme, Ausfahrt. genügend Geld einzufahren, dass man hier prinzipiell in der 149 oder in der 1,49. Das ist, glaube ich, eine bessere Bezeichnung. 1,49 könnte hier 1,54,9 sein. Oder in der 1,49, ob ich da überhaupt genügend Geld hätte für einen LKW. Den nicht nur zu kaufen, sondern auch zu restaurieren. Oder zu reparieren. Oder beides. Ich sage einfach mal hoffnungsvoll ja, aber wir haben auch noch einen Kredit von 140.000, glaube ich. Der offen ist. Und hinten erstmal schön durch Serpentinen. Das wird ja auch spaßig. Es geht den Berg hinauf, scheinbar. Und wieder runter auf 40.
schön, diese kleinen Städte und Dörfer und Ortschaften. Auch mal ein bisschen Agrarwirtschaft, wie wir gerade eben hatten. Es ist echt schon geil. Mir gefällt's. Mir gefällt's gut. Wie gefällt's denn euch eigentlich bisher? Also ihr seid wahrscheinlich ja schon vermutlich mehr gefahren als ich. Ist ja schon ein bisschen draußen. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht wirklich angeschaut, was so Neues dazu gekommen ist. Also auch in der Produktbeschreibung habe ich noch nicht angeschaut. Das ist cool, so hier den Berg sich hinauf prügeln. Gut, prügeln nicht wirklich, weil es sind ja nur 11 Tonnen. Und die Steigung ist ja jetzt auch nicht ganz so krass. Also ich glaube, hier gibt es ja keine, also wird es wahrscheinlich keine Dings geben. So wie in der Realität auch, keine Double Trailer, aber... Oh Gott, das war zu much. Da habe ich die Kurve stärker eingeschätzt, als ich dachte. Ja, als es ist, so. Aber ja, in der Realität gibt es ja hier auch, glaube ich, keine längeren Trailer, keinen Double Trailer. Auch geil mit den Ruinen. Es ist schon echt gut aufgefasst. Gut implementiert. So, zumindest das, was ich aus Regionen in der Nähe, in der Umgebung so in Videos teilweise gesehen habe. Es ist echt gut aufgefasst, finde ich. Also es macht echt Spaß, hier durchzufahren. Auch wenn ich gerade erst angefangen habe. Und das alles zu entdecken und so die Atmosphäre aufzusaugen. Jetzt haben wir ein bisschen längeren Abschnitt, wo ich ein bisschen schneller fahren könnte. Ich denke mal, das nächste Event wird dann... Ich glaube, ich muss das echt noch ein bisschen ändern. Das ist mir ein bisschen zu hart, so ein bisschen vom Gewackel hier. Und ich glaube, das nächste World of Trucks Event wird dann sein, hier Christmas Giving. Also es ist ja auch gar nicht mal im Dezember, Anfang Dezember angefangen, glaube ich. Das war ja immer so roundabout. Roundabout Mitte Dezember fing es ja, glaube ich, an, so nach der zweiten Dezemberwoche. Also halt schon kurz vor Weihnachten, aber nicht unmittelbar bevor. Okay, schon mal gut zu wissen in all... Ah ne, okay, never mind. Ich dachte, das wäre eine Maut. Aber, nee. Also man merkt ja auch jetzt hier schon, wie viele Tankstellen es einfach gibt, ne, also... Biege nach links ab. Sollte mehr mit der Motorbremse bremsen. Wenn ich die Möglichkeit habe. Oha. Knapp am Schild vorbei, passt. Das waren jetzt langsame 100
20 Kilometer. Aber ich gehe jetzt ein bisschen mehr voran, ja doch. Das war so der gröbste Abschnitt. Ja, der Retarder bremst noch, alles gut. Braucht ganz schön lange zum Runterbremsen. Hätten wir wieder Bastard gehen können. Denn die Polizei war ja schon am Ende der Dings. Okay, jetzt verlassen wir Albanien, glaube ich, und geht nach Nordmazedonien. Oh, doch 30. Ups. So, wir müssen einmal hier durch. Ich glaube, links wäre ja für Autos und so, ne? Das ist, glaube ich, nichts mit Autopass und so weiter. Die Grenzkontrolle. Oh, die 1000. Was waren das? 1600 Strafen wegen zu schnell fahren? Echt, tut echt weh. Wenn man so wenig auf dem Konto hat. Was zum Geier? Warum ist das da? Kannst du mir erklären? Röntgen. Finde ich cool. Ein Röntgen. Alles in Ordnung, ja. Ich muss ja noch durch die Röntgenbums fahren, ne? Allerdings komme ich auch gar nicht durch. Erstmal durch die Röntgenhalle fahren, ja. Um Himmels Willen. Das ist gar nicht hier, doch ist hier. Ich bin verwirrt. Das ist hier und wir müssen irgendwie jetzt da so rein. Ja, ich glaube, wir müssen hier einfach mal ein bisschen auf dem Parkplatz eine Runde drehen, damit wir da hinkommen. Ansonsten käme ich da gar nicht rein. Glaube ich, so vom Winkel her wäre es eng geworden. Ups. Ja, ich glaube. Mein Gott. Letztlich habe ich den Winkel bescheiden genommen. Aber wir probieren es mal. Neue Route finden. Was? Eine Markierung, welche Markierung? Um Gottes Willen. Ich muss nochmal neu reinfahren. Super. Ich glaube, ja, alles super.
Ich drehe da mal eine Runde. Dann nehmen die Kurve hier vorne gleich ein bisschen enger. Vielleicht hätte ich, wahrscheinlich hätte ich sogar auch geschafft, wenn ich einfach in einem Rutsch reingefahren wäre. Also quasi, wenn ich beim Unterfahren rein, aber dann beim nächsten Mal. Das ist tatsächlich doch eine Ausbuchtung hier, so, ne, von daher. Oh. War doch ein bisschen mehr rum, als ich dachte. Wahrscheinlich der alte Bereich hier, der aufge. Okay, lass uns eine neue Malt Route ist. finden. Den Motor abstellen. Nice. Erfolg abgeschlossen, Sie können weiterfahren. Da würde mich interessieren. Kann man auch mal nicht weiterfahren. Das würde mich ja brennend interessieren. Demnächst rechts abbiegen. Vergessen, dass hier wieder viele Biege Schranken nach rechts ab. sind. Mir ist gerade keine bessere Bezeichnung dafür eingefallen. Keine. Ne? Dass die Zone, dass die Grenzzone hier auch mal beim Ausgang wieder Schranken hat. So, Nordmazedonien. Jetzt haben wir relativ viel, wir jetzt hier fahren dürfen, aber es wird ja zum Glück auf dem Navi angezeigt. Ah ne, das waren 50. Da fahren wir mal 40. Und beschleunigen jetzt. Gibt doch gleich wahrscheinlich wieder eine schöne Ortdurchfahrt. Ah, noch nicht. Das geht wahrscheinlich jetzt doch eher auf der Autobahn, da war ja was. Die Ortdurchfahrten, die sind es ja erstmal gewesen. Ja, zu spät gesehen. Jetzt rechts halten, oder? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Auch cool. Die Kreuzung. Schon wieder ein Tanker. Tanken gibt's die Wiesender mehr. In Europa. Immer geradeaus.
Oh. Der Gas geben. Zumindest so ein bisschen. Oh, wir verlassen wieder eine Ortschaft. Ist mir gar nicht wirklich aufgefallen, dass wir reingefahren sind. Das Ortsschild habe ich gar nicht gesehen. Und wir dürfen sogar auf der Landstraße 80. Interessant. Machen wir dann doch mal. Also scheinbar doch eher Landstraße und nicht. Oh. Und nicht Autobahn. Oh Gott. Mein Gott. Das wird ein teurer Spaß. Also, oh, erst darf man halt in Bitola. 2 von 30 bei Road to the Adriatics. Okay, never mind. Ich dachte, das wäre auch für mich relevant gewesen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass. Oh oh. Bitte nicht nochmal. Ich habe das Gefühl, dass in. Ach, wieder cool mit den Baustellen hier. Dass. In ATS ist da irgendwie die Polizeibums ausgeschaltet ist. Muss ich nochmal gucken und dann über die Konsole nochmal aktivieren. Oder deaktivieren und dann zu aktivieren, I don't know. Boah, wahrscheinlich muss ich nur in der Config-Datei gucken, ob das aktiviert ist oder nicht. Weil ich habe das Gefühl, dass es nämlich deaktiviert, weil ich hätte eigentlich, glaube ich, vom Gefühl her mindestens einmal, wahrscheinlich sogar zweimal, eigentlich auch blechen müssen, aber dem war irgendwie nicht so. Gut, kann natürlich sein, dass sie nicht einfach angeschlagen haben, aber fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Da würde ich auf alle Fälle nochmal reingucken. Bitte links halten. Ob dem denn so ist? Ja, links halten, runter auf 70. Ist natürlich schon mal ein bisschen problematisch, dass ich vorher noch die Reifen beim Tuning, das ist mir jetzt mal gerade so wieder so eingefallen, so weit scheinbar runtergemacht habe, dass es Probleme gibt beim Laden. Beziehungsweise beim. So, 21 Kilometer bis Skopje. Scheinbar beim Aufsatteln. Beim Runterfahren des Aufliegers. Muss ich mal beobachten. Vielleicht lag es nur am Trailer oder so. Mehr der Auflieger das Problem war, aber ich glaube, es macht schon Sinn, wenn die Reifen vorne auf alle Fälle niedriger sind, dass man dann hinten schwer runterkommt. Ist halt belastend, dass ich scheinbar nicht die. Wobei wahrscheinlich ist halt die habe ich es wahrscheinlich falsch eingestellt und ist gar nicht die Aufliegerachse gewesen. Ja, aber ich habe es einfach mal so implementiert, dass ich dort vielleicht das machen müsste, aber. I don't know. Okay. Und auf 70, interessant. Wie einfach random einfach zwei Fahrzeuge stehen.
als wäre jetzt die Polizei gewesen, die ihn angehalten hat, aber offenbar nicht. Gut, dass wir aber fair geschlafen haben. Wir müssen ja schon wieder schlecht schlafen. 2 Stunden Fahrt noch vor uns, ja. Knappes Ding. Und den, oh Gott, welcher Klum, ah, schön über die Bergkuppen zu schauen. Den ganzen Feldweg noch dazwischen. Das ist echt eine coole Landschaft. Ah, da wird man echt Spaß haben, das Ganze ein bisschen zu entdecken. Ich hoffe nicht, dass wieder Polizei hinter uns ist. Wäre nicht so nice. Ich glaube, runter auf 50 gehen wir mal, ne? Ja, müssen wir gar nicht, aber machen wir einfach mal 60. Abbiegen müssen wir eh gleich. Jetzt rechts abbiegen. Mal runter auf 30, dann können wir vielleicht in einem Rutsch hochfahren. Wahrscheinlich wird sogar 40 gehen, wenn ich mir so das anschaue. Ah, ja, wird wahrscheinlich sogar 40 gehen. Fahren wir dementsprechend mal mit 40 hier die Auffahrt hoch. Und ab zur nächsten Maut. Wo zum nächsten. Ja, wahrscheinlich wird es in diesem Fall Maut sein, oder? Grenzübertritt hatten wir ja schon. Kann ich hier durch? Super. Ja, habe ich natürlich nicht oben gesehen. Ich habe oben das nicht als rot erkannt. Zugegebenermaßen. Das war für mich eher dieses, keine Ahnung, Ocker, Oliv, Grün, Braun. Das wäre jetzt eine Durchfahrt gewesen. Mal schauen, ob sie zuletzt uns reinlassen. Ja, scheinbar sind sie so nett und lassen uns durch. Hallo, du Vogel. Ja, jetzt darfst du fahren. Der andere aber nicht. Hallo, dankeschön. Mein Gott. Arschgeigen.
$5. Maut. Wow. Hallo? Danke. Brauchst du uns immer schneller? Das war doch immer so ein Skip. Wahrscheinlich ist es rechts gewesen für Oversize-Transporte. Nicht zu beschleunigen ist halt auch wieder ein bisschen sinnfrei, da ja gleich wieder die nächste Maut kommt. Nach der Tanke. Da brauche ich auch gar nicht mehr beschleunigen. Wenn wir dann eh wieder zur nächsten Tanke kommen. Zur nächsten Maut. Aber jetzt können wir prinzipiell rechts durch. Machen wir doch mal. Ja, Bremse müssen wir aber trotzdem. Ne, ist vielleicht mit der Motorbremse. So, 49 Kilometer bis Skopje. Bin mal gespannt, wie dort entweder das Industriegebiet ist oder die Stadt, je nachdem. Wo wir abliefern. Dann haben wir zumindest wieder ein bisschen mehr Geld drin. Dann kann ich wieder ein paar Mal zu schnell, zu langsam abbremsen für die Polizei. Flughafen, Flugzeug meine ich. Oh ja, schön landet da. Ja? Scheinbar geht es Richtung Industriegebiet. Dann werden wir es ungefähr dahin, wo das Flugzeug gelandet ist. Und dann suche ich mal nochmal einen Schlafplatz auf. Der wahrscheinlich nicht bei FLE ist. Ja, ja, ja. Schnelle Nuggets. Ja, wir müssen nochmal weiterfahren. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Runter auf 50. Dann mal die Ausfahrt. Dann werden wir wahrscheinlich doch nochmal aufs Skopje reinfahren. Zum Schlafen halt. Höchstwahrscheinlich, wobei mittlerweile ist es ja nicht zwingend so gegeben. Ja, das Ganze hier doch weitaus vielfältiger mittlerweile aufgebaut ist. Die Städte. Oh, Balkantrans. Nice. Würde ich ja gerne fahren, ne? Der Ausfahrt nehmen. Oh Gott. Oh, den Bus mit Paintjob und so. Nimm diese Ausfahrt. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Ein einfacher Wir sind heile angekommen. Spot. So, im Auto davor? Was das Ganze ein bisschen fieser macht. Dann wollen wir mal abladen, würde ich sagen, ne? Oh, es
ausgezeichnet. Postpakete von Rom nach Skopje geliefert. Gefahrenstrecke 955 Kilometer, 1 Stunde 22. Auch nicht kurz, das Video. 302 Liter Verbrauch, das war der 148. ETS2 World of Trucks Auftrag. 30.308 Dollar gab es dafür und 1.208 Erfahrungspunkte. Und dann gucken wir mal. Road to the Adriatic. Was habe ich denn jetzt wieder freigeschaltet? Wahrscheinlich Skopje, ne? Ja, erst einmal eine Skopje. Fahren wir hier hin. Fahren wir zumindest in scheinbar wahrscheinlich die äußeren Ringe. Genau, ihr könnt ja, man sieht es ja hier, mal abgesehen davon. Gut, das wäre sogar sogar hier im Westbalkan gewesen, ne? Also, ihr habt 0 von 15, 1 von 15. Mal gucken. Ich gucke einfach mal nach, vielleicht, ne, ich fahre erstmal hin, oder gucken wir. Gucken wir, wenn wir bei der Rast sind. Wohin es vielleicht gehen könnte. Ich muss halt bedenken jetzt, dass bei diesem Event, dass halt die Voraussetzungen sind, dass es eine Strecke von 200 plus Kilometern ist. Dass die halt nur zählt. Ich weiß gar nicht, wie das beim Happy Random Event war. Ich glaube, da war es nicht so, dass es irgendwie eine Limitation gab. Und Voraussetzung. Wenn man da gleich vielleicht ging das nicht. Ich glaube, es war nämlich nicht so, dass es irgendwie eine Dings gab. Aber 200 Kilometer ist dann ja, ne, von viel bis nicht viel können diese Folgen werden. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das muss ja nicht immer so extrem lang sein. Aber wie gesagt, wäre dann prinzipiell ein kleiner Vorgeschmack auf das, wie es werden könnte, wenn es dazu kommt, dass Staffel 4 von ETS 2 und Staffel 3 von ATS nicht fortgesetzt wird, dass die Folgen dann halt länger werden. Runter auf 50 Minimum. Die Ausfahrt rechts. Ja. Ah ne, never mind. Das sah gerade kurz so ein bisschen aus wie. Wobei. Ne, es sah gerade kurz aus, als ob es eine Brücke werden könnte. Deswegen war ich gerade ganz kurz auf U getrimmt, aber sieht mir nach einer Baustelle aus. Also es wäre halt schon echt nice, wenn so teilweise solche Baustellen oder so auch eventmäßig dann aufgebaut werden. Ne? Also das wäre ja schon so wie die... Gut, das war halt ne, echtes Leben, Katastrophen, Bums, Ding mit der Brücke von Genova, meine Güte. Ja. Super. Genau, was habe ich gebraucht? Schaden am Truck, den man reparieren kann, können muss. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Da war der Aufbau ja auf alle Fälle. Nimm die Ausfahrt rechts. Vom Event RL gestützt, so gesehen. Also von der Lore gesehen. Also von der Lore. Rechts abbiegen. Ja, gesehen. Dann rechts abbiegen.
Balkenmaat, aha. Biege nach rechts ab. Cool. Also wie gesagt, solche, vielleicht auch solche, oh Gott, Events, wo man halt hier in der Welt halt einfach eine Baustelle hat. Und wenn die Baustelle quasi nicht einfach nur so ein Ambiente-Ding ist, sondern wenn es halt wirklich zu dem Zeitpunkt in der Realität eine Baustelle war, dass man vielleicht auch das so ein bisschen dann einfach so, dass die Welt ein bisschen, es ist vorbei, na, sich so ein bisschen verändert. Parken mal zwischen den beiden Trucks. Ja. Wir schlafen einfach schon mal. Na, gucken wir mal vielleicht, wo es vielleicht hingehen könnte, aber. Oh, ja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Auftragsangebot. Jetzt sind wir mal auf Schwachsaufträge. Das mit dem Konvoi-Browser ist ja, glaube ich, auch neu, ne? Ach du Scheiße. Ja. Wäre prinzipiell Sojamilch eventuell. Wobei wir können einfach gucken, ne? Wir können da gucken. Wobei es war. Würde ja auch so zählen, ne? Dass wir quasi in die Slowakei fahren und dann. Also, dass der Auftrag von Skopje, glaube ich, auch zählt, ne? Wir müssen da ja nicht prinzipiell uns nach. Nach jetzt beispielsweise jetzt nach Indien oder nach. Keine Ahnung. Haben wir hier irgendwie was? Rumänien wäre das andere. Wir müssen uns beispielsweise nicht nach Sarajevo oder so halten, ne? Glaube ich nicht. Rückflussverhinderer. Aha. Jo. Gibt verschiedene Möglichkeiten, aber schauen wir einfach mal. Wobei, ich gucke einfach nochmal kurz. Ah, okay. Zu oder von 15 Unique Cities. Das heißt, wir können prinzipiell, um den Fortschritt hier in den West Balkans zu haben, vom The Balkans Bums Event. Würde gar nicht gehen. Das heißt, wir können nicht mehr nach Skopje fahren. Gut zu wissen. Habe ich im Hinterkopf. Hoffentlich auch fürs nächste Mal. In dem Sinne bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Na, denkt dran, ein bisschen die Kommentare zu schreiben oder den YouTube-Algorithmus so ein bisschen zu erfreuen mit einem Like und einem Abo, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Event-Video hier wieder, entweder hier in ETS 2 oder von ATS. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.